Auf diesem Kanal heute gibt es eine neue Geocacher in Deutschland. Ich hoffe einfach mal, dass wir eventuell heute mal an Orten sind, die ich auch kenne. Wir starten natürlich direkt rein. Natürlich. Oh, immerhin, immerhin. MVV. Das könnte noch alles sein. Das kann ich auch nicht lesen. Ansonsten sind wir... Oh, das könnte hilfreich sein. Gemeinde Putzbrunn. Putzbrunn. Das sagt mir gar nichts. FW, das sind die Freien Wähler. Die Freien Wähler sind, glaube ich, in Bayern vor allen Dingen nochmal am aktivsten. Ich weiß gar nicht. Also die sind bei der Europawahl auf jeden Fall auch. Aber ich lese die vorwiegend immer bei denen in München, wenn, oder in Bayern. Für ausgeschlafene Ticket. München. Ja. Ich weiß zumindest mal die Stadt. Okay, es geht da zu Neuperlach Süd. Neuperlach. Ich musste gerade an. Kennt ihr diese Werbung, dieses Ipalat, Ipalat, tut dem Hals gut, Ipalat? Genau daran musste ich gerade denken. Alter Vater, bin ich indoktriniert. Eupalach Süd. Das heißt, ich würde jetzt primär auch erstmal im Süden von Bayern bzw. im Süden von München gucken. Verdammt. Das ist keine Werbung, ne? Das wisst ihr, aber hier bin ich schon in Unterhaching. Das ist zu weit. Wenn ich schätzen müsste, würde ich das so ungefähr hier so tippen. Ungefähr. Ja gut, hier nicht. Grünwald. Ja, genau da. Nee, das ist übertrieben. Mir wirklich so hier vorstellen. Ich mache das einfach mal. Nein, es ist doch ein Stück noch weiter rechts. Es ist doch mehr noch neben. Oh krass, ist noch weiter neben Unterhaching, aber okay. Leute, ich dachte gerade ganz kurz, das wäre der Betzenberg. Aber nee, ist er nicht. Warte mal. Gucken wir mal hier. Also, halt noch überall sein, so ehrlich muss man mal sein, weil solche Wohngegenden, ja, die haben wir hier genauso wie in jeder anderen Stadt. Siegen, wir sind in Siegen. Wir sind in Siegen. Wo ist denn nochmal Siegen? Da ist Siegen. So, Siegen, Fisch, Bacher Berg, Wende. Sehe ich hier irgendwie Fischbacher Berg vielleicht? Es würde mich wundern. Ansonsten zum zentralen ZOB. Was ist denn nochmal ZOB? Ist aber nicht zentralen Ostbahnhof, oder? Ich kenne nur HBF. Oh Gott, was ist denn nochmal ZOB? Es könnte natürlich irgendwie so hier so sein. Warte mal, was machen wir denn? Hier ist eine Arena. Oh, hier oben so. Da würde das durchaus... Wobei, ich sehe das hier so als Berg, aber das muss ja gar kein Berg sein. Das ist ja Mumpitz. Börbach. Fischbacher Bergwende. Sehe ich irgendwo was, was dem ähnlich sieht? Fischbacher Bergwende.
was ist das denn hier oben? Nee, das ist ein Aussichtsturm, das vielleicht dann. Nee. Boah, ich habe die ganze Zeit diese Ballard-Werbung im Kopf jetzt. Das gibt es doch nicht. Wirklich kein Spaß. Ich habe die ganze Zeit im Kopf. E-Ballad, E-Ballad. Startpunkt, Flow. Trail, Siegen. Calisthenics, Park. Erfahrungsfeld. Da ist ein Campus der Uni Siegen. Hier oben müsste die Uni Siegen dann ja auch sein. Wo war die denn? Da ist die Uni Siegen. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss die sein hier. Boah, ich tippe jetzt einfach da, wo ich gerade stand. Nein, es ist auf der anderen Seite dieser einen Hauptstraße. Damn it. Aber, lol. Oh nein, habe ich nicht gesehen. Fischbacher Berg, hätte ich das sehen können. Hätte ich auf jeden Fall. Aber wir waren trotzdem gut. Okay, was ist das? Erzgebirgsgaststätte. Okay, das heißt, ich würde mal behaupten, dann sind wir, wo ist denn hier? Wo hatten wir denn nochmal? Wartet. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Wo ist denn nochmal Aue? Aue, 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 Aue. Oh ne, ich bin viel zu weit unten, ne? Ja, ich bin viel zu weit unten, lol. Okay, aber auf jeden Fall hier so schwarz. Schwarzenberg, Erzgebirge. Hier wäre so mein erster Guess schon mal. Also, dass wir da so in der Nähe sind. Da ist natürlich noch auf nichts gestützt. Was steht denn hier? Na, nice, danke. Ja, aber da darf ich sehen, wa? Hier darf ich es auch sehen. Was zum Teufel? Gasthof Ölsommer. Ah, da darf ich auch den Namen nicht ganz sehen. Das ist hier Richterstraße. Die Frage ist, macht es Sinn, eher hier runter zu gehen, hoch zu gehen? Wobei, das sieht mehr nach dann Landfeldweg aus. Kindertagespflege, Brockhage Schmidt. Grüße euch. Gibt es hier oben vielleicht noch ein Nasenortseingangs- bzw. Ausgangsschild? Große Kreisstadt Schwarzenberg, Erzbürg. Das ist da. Das ist tatsächlich da. Lol. No way. Also das ist hier. Bermsgrün da. Bermsgrün. Alter, das war richtig gut. Und da ist die Erzgebirgsgaststätte. Wie heißt die Straße nochmal? Wartet mal. Lol, das ist ja mega nice gewesen. Also, es ging ja Uppsala zurück. Nein, zurück. Da einen nur. So. Erzgebirgsgaststätte. Ging es da runter. Und die muss hier anscheinend sein. Und wir sind hier an der Gemeindestraße. Und dort einen nach oben. Na da. Das war die andere Straße. Oh. Hä? Wo ist die Straßenname hin? Ach Mann, lass mich doch nur so. Ja, moin. Okay. Gemeindestraße und das andere muss irgendwie Richterstraße oder sowas sein. Da, Richterstraße, Gemeindestraße. Sind wir hier? Ne, warte mal. Gemeindestraße ging hier rein, ne? Ja, genau, und Richterstraße da. Ne, dann sind wir hier. Hey, wir sind doch da oben. Dammit. Ach ja. Nee. Wieso das denn? Naja, wir waren weiter unten, natürlich. Oh, aber nice. Richtig gut, dass ich direkt mit dem Erzgebirge da so viel Glück hatte. So fair muss man sein. Das war nur Luck. Elihois Knappweg, okay. Wir müssen hier irgendwie aus einer gar nicht mal so hässlichen Siedlung raus. Also, geht schlechter, würde ich behaupten. Bertha von Suttner Weg. Margarete, habe ich nicht weitersehen können, Weg.
Hier gehen die Kiddos auf jeden Fall. Moin, grüßt euch, Kinder. Grüßt euch, grüßt euch. Wir sind im Gießen an der Sandfeldschule. Nice. Nice, nice, nice. Richtig gut. Richtig gut. Das Problem ist, ich werde die Schule nicht finden. Also, ich behaupte es ganz frech, weil dafür musst du im Zweifelsfall schon hart nah dran sein, wie hier jetzt. Und dann halt auch das sehen können. Und wenn ich so sehe, ja, jetzt sieht man zum Beispiel keine mehr. Ja. Das sah mir fast so aus, als wenn das ein bisschen weiter außerhalb von Gießen wäre. Wartet mal. So hier so. Oh, Laborgebäude, moin. Ist schwer zu sagen. Aber ich behaupte mal, da bin ich jetzt. Sophie Scholl, Gießen. Sporthalle. Boah, das ist, glaube ich, wie im Wespennest stechen. Ich tippe mal so hier, zack. Easy Snack. Sandfeldschule. Nice. Oh, das ist gut. Erkenne ich das so? Nee, aber das Unternehmen sagt mir jetzt. Da fahren einfach Reisebusse hin. Ist aber nicht, nee, ist nicht VW. Das wüsste ich. Das wüsste ich definitiv. Lass mal gucken. Ah, wir sind schon wieder. Ah, wir sind am BMW-Werk. Ah, lol. Ich habe nur gar keine Ahnung, wo das ist. BMW-Mitarbeiterparkplatz. Ich habe gar keine Ahnung, wo das... Also Bayerische Motorenwerke, deswegen gehe ich von Bayern aus. Ich habe aber gar keine Ahnung, wo das ist. Warte mal, wir hatten Landshut ist hier links. Das bedeutet, das muss ja irgendwo... dem Vernehmen nach zu urteilen. Was hatten wir da noch? Geradeaus in Frontenhausen, Reisbach. Das Problem ist, die müssen halt nicht alle. Landau ist auch erstmal Dingolfing. Oder? Dingolfing, Dingolfing. Und Landau. Ah, ich habe gerade tatsächlich Land Down Under im Kopf. Also, dieses kennt ihr wahrscheinlich, dieses, ja, I'm coming from a Land Down Under. Da, 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 da. So, wir haben Straubing, Menkhof, 9 Kilometer. Und geradeaus geht die Art. Wo ist denn jetzt Landshut? Jetzt mach mich nicht. Lars Landau auch übrigens. A92 ist denn. Wo haben wir denn dieses dösige BMW-Werk? Was ist damit? Nee, das ist was anderes. Wir fahren auf jeden Fall geradeaus Richtung Menkhofen. Menkhofen, da. Finde ich nur leider nicht. Da war Landshut. So, und das war nach links. Und geradeaus geht's zur Dingens. Ist schwierig. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich weiß es überhaupt wirklich nicht. Also wirklich nicht. Ich hätte irgendwo hier gesagt.
Es ist noch weiter Richtung. Da. Okay, krass. Ja, nevermind, also muss ich gestehen. Du hast eine neue Medaille erhalten. Ha. Beste Runde, die wir bis jetzt in Deutschland gemacht haben. Chaka, es ist ja immerhin etwas. Ich hoffe, dir hat es ein wenig gefallen. Wenn ja, dann lass es mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Und dann wird es da bestimmt auch mal mehr von geben. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.